Hallo, ich bin Heiko. In dieser Folge geht es um mein Lieblingsthema, Biotop-Aquaristik. Biotop-Aquaristik ist sowas Faszinierendes. Wir bauen im Aquarium Original-Lebensräume aus der Natur nach und pflegen die Fische so, wie sie es aus ihrem Habitat oder Biotop kennen. Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Mensch, der auf diesem Planeten praktisch jedes Land bereist hat, und zwar in aquaristischer Hinsicht. Wir sind hier heute im Reptilium in Landau, dem größten privaten Reptilienzoo Deutschlands. Und ich habe einen ganz prominenten Gast heute dabei, meinen Freund Heiko Bleher. Unser Vorname ist auch noch der gleiche, deswegen nennen wir uns intern immer Heiko 1, Heiko 2. Und es geht um Biotop-Aquaristik. Und der Heiko war schon ein kleines bisschen auf diesem Planeten unterwegs. Heiko, in wie vielen Ländern hast du schon Fische gesucht? Also es gibt Statistik 240 Länder auf der Erde und ich habe jetzt mit letztem Monat 223 besucht bzw. nach Fischen und Pflanzen geforscht. Es gibt natürlich von den restlichen 17 Ländern gibt es sehr viele kleine Inseln. Und auf den kleinen Inseln wie Santa Helena oder so, da gibt es so gut wie keine Flüsse. Da kann ich also nicht sehr viel finden. Und da gibt es noch ein paar andere winzige Inseln. Aber ich war vor einiger Zeit auf Palau und es hatte keiner gewusst. Und da habe ich tatsächlich 8 neue Arten entdeckt. Also es gibt Inseln, wo es immer noch was zu finden ist. Befreie dich mal von diesem Raubtier. Wir haben hier zwar Alligatoren hinter uns, aber die sind absolut friedlich. Gefährlich sind diese Schildkröten, Köhlerschildkröten, die enormen Appetit auf unsere Zehen haben. Also da müssen wir die ganze Zeit so ein kleines bisschen aufpassen. Du kannst sie ja mit Apfel weiterhin bestechen und den hast du aus der Hand gelegt. Die haben das Schildkröten. Heiko, erzähl mal ein ganz besonderes Erlebnis, was du mit Fischen hattest. Es sind ganz viele, das weiß ich, aber greif mal eines raus, was vielleicht in einem Biotop oder mit Fischen was Besonderes war. Also, was die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, dass Süßwasserfische für mich die einmaligsten Kreaturen auf der Welt sind. Nicht nur, weil die am längsten schon da sind und nicht nur, weil die mit den Meeresfischen die größte Vertebrate-Gruppe auf der Erde sind und die eben Millionen von Jahren überlebt haben und nur auf 0,001% des Wassers, was auf der Erde gibt. Während die andere Hälfte hat 75% der Wasser der Erde für sich und kann dadurch viel leichter überleben als die Süßwasserfische. Und ich finde die so faszinierend. Ich war jetzt gerade wieder im Kongo auf 3 Expeditionen unterwegs. Ich habe Fische gefunden, die keiner gekannt hat. Es gibt zum Beispiel Fische, und da möchte ich einen hervorheben, der im extrem Süden von Australien lebt. Das ist der einzige Fisch, den wir wissen, der den Kopf drehen kann, genau wie wir Menschen. Das heißt, es ist ein Süßwasserfisch, ein ganz kleiner. Er ist meist nur 2,5 bis 3 Zentimeter groß und er lebt unter der Erde. Und zwar gräbt er sich ein in der Trockenperiode und lebt 1 bis 1,50 Meter tief. Man kann ihn also nur finden, wenn man mit der Schippe den ausgräbt, die Erde. Und so wie es regnet, kommt er raus. Und er kann seinen Kopf in jede Richtung drehen. Das ist also etwas, was man gar nicht weiß von Fischen, weder im Meer noch im Süßwasser. Aber davon gibt es sehr viele, die solche einmalige Entwicklung hatten im Laufe der Jahrmillionen. Und deshalb faszinieren mich die Süßwasserfische und ganz speziell die winzig kleinen. Ich habe zum Beispiel schon einige neue Arten entdeckt, wie in Bhutan zum Beispiel vor ein paar Jahren, ist in meinem großen Buch über Indien
der Fisch ist 6,9 mm adult ausgewachsen. Das heißt, er passt auf meinen Zeigefinger, auf die Hälfte meines Zeigefingers kann man diesen Fisch sehen. Und die ganze Biologie dieses Fisches kann man in meinem Buch nachlesen über Indien. Ich habe ein großes Werk gemacht über die indischen Fische, über 500 Arten, das ist die Hälfte, die da vorkommen. Und wie gesagt, an dem Grenzgebiet mit Bhutan habe ich einen gefunden, der so winzig klein ist. Und möglicherweise ist es der kleinste überhaupt Wirbeltier auf der Erde. 6,9 mm. Und mich faszinieren die winzigen Fische mehr als alles andere. Da wo JBL jetzt wieder hingeht, im System vom oberen Orinoco, da gibt es ganz viele Wasserfälle und gibt es ganz viele Stromschnellen, über die man gar nicht kommt, es sei denn, man schleppt das Boot darüber weg und das ganze Material. Und die Indianer sagen immer, da gibt es keine Fische. Und jedes Mal, wenn ich in diese Wasserfälle ganz tief reingehe und abkratze, ich finde jedes Mal einen neuen Fisch. Das ist also faszinierend für mich auf jeden Fall. Und es sind fast alles Tiere, die überhaupt noch nicht bestimmt sind, die kaum bekannt sind. Und ich mache das jetzt seit vielen Jahren, dass ich in Wasserfällen hineingehe und die Steine abkratze. Ich habe ein spezielles Netz dafür und ich komme jedes Mal wieder am Fisch raus. Nicht mal die Eingeborenen können das mir glauben. Du hast ja ein sehr schönes Buch über Biotope geschrieben. Zeig das doch mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal Werbung für ein Buch, denn ich bin wirklich begeistert von diesem Buch. Da gibt es so viele auch schöne Zeichnungen drin. Zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat, war der Unterschied Trockenzeit, Regenzeit über die Ernährungsstrategien. Nicht die Füße fressen, mein Freund. Ja, das war also das erste Buch, das ich über Biotope gemacht habe. Und Heiko II hat auch da ein paar Fotos geliefert. Das ist also über die ganze Welt, Biotope in allen Kontinenten. Und das geht, jeder Kontinent hat eine Farbe. Man kann also sofort Kontinente sehen. Rot ist Afrika, gelb ist Asien und dann lila ist Australasien. Und das ist einfach faszinierend. Ich habe darüber berichtet, Vergangenheit und heute. Also was sich auf der Welt getan hat, weil das ist in diesem Buch sind natürlich Arbeiten von den letzten 50 Jahren. Das heißt, da sind auch zum Beispiel eine Strecke in Amazonien, die es schon lange nicht mehr gibt, die sind hier verewigt. Man kann also nachlesen über das, was einmal war und was heute ist. Was ich auch sehr schön finde, was du hier gemacht hast, du hast ja nicht nur Bilder aus den Originalbiotopen, sondern du hast immer den Bezug zur Aquaristik. Du hast immer ein Aquarium mit beschrieben und gezeigt, wie es aussehen kann, wenn man jetzt diesen Lebensraum der Natur nachbildet. Und das finde ich eigentlich das Besondere, denn wir haben ja ganz viele Berichte auch schon von Erdteilen und Biotopen, aber dieser Bezug zur Aquaristik ist nicht immer da. Und das hast du hier, finde ich, sehr schön dargestellt. Ja. Was fasziniert dich an der Biotop-Aquaristik? Warum ist das für dich, ich nenne das mal die Königsdisziplin der Aquaristik? Nein, nicht in den Fuß. Einmal umdrehen. Was viele bis heute nicht verstehen, ist, dass Fische genauso sprechen wie Menschen. Nur man hört die meisten Fische überhaupt nicht. Aber auch die Fische, die hier schwimmen, die kommunizieren alle, die sprechen alle. Und dadurch, dass die Fische kommunizieren unter sich, die können nur kommunizieren, wenn sie aus einem und derselben Biotop sind. Das ist genauso, wenn ich aus Deutschland bin, ich kann mich mit Deutschen unterhalten. Das letzten Endes genauso wie Fischen. Und deshalb, der Biotop ist das Optimale für den Fisch, wenn die Fische in einem Aquarium sich befinden oder reingetan werden, die aus einer und derselben Region kommen. Ich kann also nicht ein Biotop-Aquarium machen über Amazonas, weil das sind 3500 verschiedene Fischarten. Aber der Amazonas hat über 100.000 Zuflüsse. Und jeder dieser Zuflüsse hat andere Biotope. Also wenn ich ein Biotop mache von dieser Region, dann muss ich schon von dem Fluss oder von dem See das machen. Und die Fische, wenn ich die zusammentue,
die kommunizieren, die sprechen, die verständigen sich. Aber wenn sie dasselbe Aquarium ein Fisch aus Afrika oder aus Asien tun, das passiert nichts. Und es ist dasselbe wie mit, zum Beispiel, man muss wissen, dass Fische, viele Fische in Gruppen leben. Auch der Diskus, einer der begehrtesten Aquariumfische, der lebt in großen Gruppen. Also wenn ich ein Aquarium mache und tue dann eine Gruppe von 60 oder 80 adulte Diskusfische da hineinsetzen, dann schwimmen die in einer Gruppe. Wunderschön. Und das tun die meisten Menschen immer noch nicht wissen, es sei denn, sie lesen. Ja, Heiko, vielen Dank. Wir erklären im weiteren Video, was einzelne Biotope sind, worauf man achten sollte bei einem Biotop-Aquarium. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du aus Italien zu uns gekommen bist. Nur für diese kurze Intro, aber er ist für mich Mr. Biotop auf diesem Planeten und deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders, dass Heiko 1 zu uns gekommen ist. Die Gespräche mit Heiko Bleher, die sind immer super interessant. Der Kerl hat wirklich die ganze Welt bereist, hat mit den aquaristischen Augen die Welt gesehen und es ist einfach toll, was er über Biotope weiß, erzählen kann und auch dokumentiert hat. Wir machen ja in unseren Expeditionen auch solche Dinge, aber wir haben natürlich noch nicht ganz so viel gesehen wie er. Biotop-Aquaristik ist für mich phänomenal. Es ist eigentlich so eine Art Königsdisziplin der Aquaristik. Die Aquascaper haben das Niveau der Aquaristik auf ein Level gehoben, weil die Ästhetik auf einmal ins Spiel kam. Und Biotop-Aquaristik ist für mich beides. Sie ist Aquascaping im Sinne von ästhetisch schöne Aquarien zu bauen, aber mit dem Hintergrund, sich an ein Biotop zu halten, was man aus dem Original, aus der Natur an Informationen bekommen hat und das umsetzt in ein Aquarium. Und das ist natürlich wirklich eine absolut tolle Sache. So ganz nebenbei, auch für Naturrechtler nicht angreifbar, denn wir machen ja etwas, besser geht's ja gar nicht, wir kopieren die Natur 1:1. Aber wie gehen wir denn vor? Wenn wir jetzt ein Biotop-Aquarium gestalten wollen, wie ist unser Weg dahin? Wie kriegen wir so etwas hin? Schritt Nummer 1, wir müssen uns ja überlegen, wollen wir eine besondere Region abbilden? Ich sage jetzt mal als Beispiel Tanganyikasee. Oder wollen wir eine bestimmte Fischart, die uns besonders gut gefällt, Altum scalare? Wir wollen Altum scalare zeigen in ihrem natürlichen Biotop und dann das Biotop um den Fisch herum aufbauen. Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Das heißt, bevor wir loslegen und da Sand rein und Holz und Pflanzen und alles, müssen wir uns Gedanken machen, wo kriegen wir die Informationen her und diese Informationen sammeln. Denn wenn wir zum Beispiel auch an einem Biotop-Wettbewerb, es gibt Weltmeisterschaften, da war ich mal Juror und habe die Dinger bewertet und sehr, sehr interessant, komme ich nachher auch nochmal auf einzelne Dinge zu sprechen. Wie gehe ich vor und wie kriege ich die Informationen? So. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel diesen Altum scalare, der lebt in verschiedensten Regionen in Südamerika. Aber dennoch ähneln die sich oder aber ich suche mir tatsächlich eine Region raus und sage, ich nehme die Altum, die dort in dem Rio Atabapo leben und den Lebensraum gestalte ich nach. Also google ich erstmal wie ein Weltmeister und suche, welche Informationen bekomme ich. Was ist alles da an Infos? Wie lebt der Fisch? Wie sieht das Wasser aus? Ist es Schwarzwasser? Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem, man weiß es ja vielleicht nicht immer. Und dann suche ich, sammle ich diese Infos und mache mir Gedanken, wie ich das im Aquarium umsetze. Das heißt, ich muss so viele Infos sammeln, wie nur überhaupt möglich ist. Und dann mit diesen Infos an die Einrichtung gehen. Auf der JBL-Homepage bei den Expeditionen findet ihr ganz viele Unterwasserbilder, wirklich von sehr, sehr vielen Biotopen. Und Unterwasserbilder Süßwasser gibt es weltweit nicht so ganz, ganz viele. Meerwasserriffe hat man irgendwie weltweit dokumentiert, aber Süßwasser ist nicht so ganz toll. Bei uns auf der Homepage sind eine ganze Menge, da könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr euch für ein bestimmtes Biotop interessiert. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habt ihr also eine Idee für ein Biotop. Ihr möchtet gerne den Fisch, ihr möchtet gerne dieses Biotop. Und jetzt, wie sieht es aus? Und jetzt wirklich ganz systematisch vorgehen. Was für Bodengrund findet ihr dort?
Das war mal eine ganz spannende Frage, als mich ein Magazin kontaktiert hat und sagte, Heiko, schick uns doch mal Bilder aus der Natur mit den ganzen verschiedenen Bodengründen. Schwarzer Boden, Lavaboden, heller Sand, mittlerer Kies, Gesteinsbrocken und so weiter. Habe ich mal ein Archiv durchgeguckt und da war ich vollkommen überrascht. Ich habe da nie drauf geachtet. Das meiste war heller Sand. 95% aller Unterwasserbilder weltweit, Süßwasser, haben hellen Sand. Und auch bei dem Altumskalar finden wir als Bodengrund hellen Sand. Und zwar egal, in welchem Biotop in Südamerika wir Altum gefunden haben, es war immer heller Sand. Schwarzer Sand ist in der Natur praktisch nicht vorhanden. Wenn nur dort, wo wir vulkanisches Gestein haben, vulkanischen Ursprung, und selbst dort nicht immer. Galapagos, ganz berühmt für vulkanischen Ursprung. Was für Sand haben wir? Weißen Sand. Teneriffa, endlich mal schwarzer Sand, aber da kommen keine Süßwasserfische her. Also wirklich ganz interessante Geschichte, was für Bodengrund. Wir machen also weißen Sand dort rein. Okay, Bodengrund abgehakt. Nächste Frage, was für Pflanzen haben wir in diesem Biotop? Dann gucken wir uns die Bilder an. Ich habe das große Glück, dass ich die Altum in der Natur gesehen habe. Wir zeigen auch mal ein paar Videoszenen von den Altum. Und wir stellen fest, da sind überhaupt keine Pflanzen. Null, zero, gar nichts. Keine Unterwasserpflanzen. Wenn wir im Hintergrund was Grünes sehen, dann sind das abgesoffene Landpflanzen, die einfach immers über Wasser gewachsen sind, durch den Hochwasserstand unter Wasser waren und plötzlich haben wir Grün im Hintergrund. Also ein Altumskalar mit grünen Pflanzen im Hintergrund ist entweder im Aquarium fotografiert oder es ist eine Hochwasserregion, wo wir gerade einen höheren Wasserstand haben und die Landpflanzen unter Wasser sind. Also Wasserpflanzen gehören eigentlich in ein Altum-Aquarium nicht hinein. Jetzt ist die Frage, wie streng wir die Biotop-Aquaristik betrachten. Wenn wir sagen Südamerika, Altum, Schwarzwasser, dann sind wir ja schon ganz schön weit. Und dann sagen wir, ja, dann nehmen wir aber eine Pflanze, die in der Region vorkommt. Ja, kann man machen. Man muss ja jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Es ist ja auch schön, ein Aquarium mit Pflanzen sieht ja auch ein bisschen schicker aus. Aber wer das streng betreibt, muss sagen, in der Region, wo die leben, sind keine Unterwasserpflanzen. Dann geht's weiter. Wie sieht es aus mit Steinen und mit Holz? Und das ist beim Altum tatsächlich total witzig. Ich habe das erste Mal Altumskalare zwischen Gesteinsbrocken gesehen. Ich dachte, ich bin im Malawisee. Da waren keine Pflanzen, es war kein Holz, es waren nur Gesteinsbrocken, riesige Steine, wie im Malawisee oder auch im Tanganyikasee. Und dazwischen stehen in den Felsspalten stehen die Altum. Solche Tiere. Wow, das ist natürlich toll. Wenn ich jetzt ein Aquarium einrichte, ich mache da Steine rein und ich setze da Altum rein, da würden die meisten Preisrichter sagen, hey, Entschuldigung, das hat er irgendwie falsch verstanden. Das ist ein Malawisee-Aquarium mit den falschen Fischen. Nein, es gibt tatsächlich Altum zwischen Steinen. Der Altum ist ein Fisch, der Deckung braucht. Welche Art Deckung ist dem vollkommen egal. Wenn da ein abgesoffenes Auto im Fluss liegt, dann nimmt er das Auto als Deckung. Er nimmt irgendetwas, er braucht praktisch ein künstliches Riff. Er nimmt die Steine, er nimmt die Wurzeln, die ins Wasser ragen. Übrigens häufig im Fluss liegen die auch quer. Er hat senkrechte Streifen, sieht ganz lustig aus, hat er sich ein bisschen verirrt. Er nimmt das, was da ist. Also im Aquarium sind wir sogar ein bisschen flexibel. Wir können mit Holz arbeiten, wir können mit Steinen arbeiten. Aber bei den Steinen kommt es wieder drauf an, was für Steine. Wenn da jemand jetzt Lochgestein reinmacht, das gibt es dort nicht. Also auch da wieder die Information holen, welche Art Steine sind in dem Originalbiotop des Fisches X vorhanden und diese Steine versuche ich mir zu besorgen und mache die ins Aquarium. Es gibt manchmal Originalutensilien, auf die wir verzichten sollten. Beispiel Tanganyikasee Schneckenbundbarsche. Wir wollen ja jetzt keinen Run auf die ganzen Schneckengehäuse im Tanganyikasee machen, damit die alle importiert werden und dann ist der Tanganyikasee Schneckengehäuse leer und wir haben die alle in den Aquarien. Deswegen akzeptieren wir auch in der Biotop-Aquaristik, dass man da Weinberg-Schneckengehäuse reinmacht oder Schneckengehäuse, die man mal am Strand gefunden hat oder so. Alles gut, kann man machen. Das ist aber tatsächlich eine Ausnahme. Ansonsten versuchen wir, mit den Originalutensilien zu arbeiten. Wenn ihr Holz nehmt, dann passt auf, diese Hölzer, die wir aus Afrika bekommen, Opuwa, Mopani-Hölzer, die sehen wirklich nicht so aus, das sind Savannenhölzer, die sehen nicht so aus wie Murkinholz, wie Mangrovenholz, was im Aquarium wirklich wie Wurzeln aussieht, die von oben hineinkommen und eine Uferlandschaft nachbilden, wie wir sie wirklich in der Natur haben. Auch das zeigen wir mal im Bild. Damit haben wir die Dekoration
die Pflanzen schon mal ein bisschen abgehakt, so nah es geht an der Natur. Ein typischer Fehler ist, dass Landpflanzen genommen werden, die wir in der Aquaristik gerne unter Wasser verwenden. Der Javafarn ist so eine Pflanze. Der Javafarn ist eine harte Pflanze, das heißt, er wird von vielen Fischen auch nicht gefressen. Was machen wir? Wir nehmen Malawi-Tanganyika-See-Aquarien, stopfen irgendwo den Javafarn zwischen, weil das so hübsch aussieht, zwischen den Steinen, den Javafarn, und dann ist das unser Malawisee. Also erstmal, das ist ja schon der Name Javafarn, bedeutet ja, er kommt aus Java. Stimmt nicht immer, aber meistens in dem Fall ist es richtig. Java liegt nicht in Afrika. Das heißt, in einem Afrika-Aquarium, eine asiatische Pflanze, ist nicht so ganz schlau. Wir wollen uns ja ein bisschen an dem Original orientieren. Nun haben wir die Pflanzen im Malawisee, die werden kaum importiert. Die sehen aber aus wie Vallisnerien. Wenn wir jetzt eine Vallisnerie nehmen, die vielleicht nicht dort herkommt, aber optisch genauso aussieht, dann können wir das kopieren. Denn wir haben optisch den Eindruck, wie die Wasserpflanzenzone im Malawisee. Geht wunderbar, kann man machen. Wir haben uns jetzt mit diesem Beispiel für den Altumskala entschieden. Jetzt geht's ja weiter. Wir wollen ja den Altum vielleicht nicht alleine in dem Aquarium zeigen, sondern mit anderen Fischen. Mit Welsen, mit Panzerwelsen, mit Saugwelsen, vielleicht mit Salmlern. Und jetzt wird es nochmal wieder spannend. Wie sieht das mit der Fischgesellschaft aus? Welche Fische leben zusammen? Und da fehlen uns oft Infos. Wir lesen im Internet oder auch in Fachbüchern, der Altumskalar und der rote Neon kommen im Schwarzwasser vor, und zwar in dem Gebiet, in dem Fluss. Ah ja, super. Dann können wir ja ein Biotop-Aquarium machen, wo wir Altum und Neon zusammensetzen. Also ein Problem ist natürlich, dass der Altum kleine Neon fressen würde. Aber das ignorieren wir jetzt mal ganz kurz. In der Natur sieht es tatsächlich ein kleines bisschen komplizierter aus. Wenn wir einen Fluss haben, in dem der Altum lebt, lebt der Altum immer an den tiefsten Stellen, wo Holz ins Wasser ragt und er auch eine gewisse Deckung hat. Der Neon lebt genau entgegengesetzt vom gleichen Fluss, 50 Meter weiter, weil das Wasser auf einmal ganz flach wird, bis zu 10 cm. Die Altum und auch die großen räuberischen Buntbarsche in dieses flache Wasser nicht gehen, dann würde ihnen Gefahr drohen, zum Beispiel von fischfressenden Vögeln. Und der Neon kann dort relativ sicher leben, über Laubboden. Und der Altum ist nur ein paar Meter entfernt in einem ganz anderen Habitat. Gleiches Biotop, aber andere Wohnung, anderes Habitat. Also, wenn man die zusammen in einem Aquarium hätte, wäre es richtig und es wäre gleichzeitig falsch. Also die Fischgesellschaften sind ein kompliziertes Thema und für euch ganz schwierig rauszukriegen, ja, welche leben denn zusammen? Wenn ihr von Wolfgang Steg ein Buch anseht über Zwergbuntbarsche in Südamerika, dann sind sogar die Regionen eingezeichnet, wo diese Zwergbuntbarschart lebt. Also nur die Info, die kommen aus Brasilien, sagt noch gar nichts aus. Und in Brasilien lebt der aber in dem Fluss und der in dem Fluss, die treffen sich in ihrem ganzen Leben nicht. Und in dem Biotop-Aquarium schwimmen sie zusammen herum. Wir bilden ganz häufig in Biotop-Aquarien Laub nach. Ist auch sehr natürlich, weil wir außer im Tanganyika- und Malawisee fast immer in den Gewässern Laub am Boden finden. Und zwar enorme Laubmengen zum Teil. Aber bitte nehmt kein Eichenlaub. Ich habe haufenweise Biotop-Aquarien gesehen, in denen es Eichenlaub auf dem Boden verteilt. Ich musste es mal googeln, weil ich war mir auch nicht sicher. Eichen gibt es nicht in den Tropen. Die Eiche ist eine nicht tropische Pflanze. Keine einzige Eichenart ist dort zu finden. Aber wir haben doch gar kein Problem. Wir können doch Katapa-Blätter nehmen. Seemandelbaum, das ist eine Pflanzenart, die wir in den Tropen finden, deren Blätter sehr natürlich aussehen. Sie tun dem Aquarium sogar Gutes. Das ist natürlich noch ein Riesenvorteil zusätzlich. Und die können wir im Aquarium haben. Dann haben wir da keine Eichenblätter drin, weil die sind so typisch. Man erkennt Eichenblatt sofort. Also ist auch so ein kleiner, blöder Fehler. Das nächste ist die Ästhetik. Ich zeige mal ein paar Bilder von Aquarien, wo ich sage, biotopgerecht, ja. Stimmt, es sieht wirklich aus wie in diesem Fluss. Da liegt Laub auf dem Boden und so ein abgerissener Ast und ein Blatt von der Palme und das Biotop sah so aus. Aber das sieht doch schrecklich aus. Leute, das ist doch kein Anblick, wo man sagt, wow, ist das schön, Sonnenaquarium möchte ich haben. Da sagt doch jeder, Sonnenaquarium will ich nicht haben, da kaufe ich mir lieber einen Hamster. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe manchmal nicht, warum die Menschen in der Biotop-Aquaristik ihre Ästhetik komplett an der Haustür vergessen.
Das ist so schade. Das bewundere ich bei den Skapern. Nur die machen dann Landschaften, wo man denkt, ja, so für eine Märklin-Eisenbahn toll, aber die Fische, naja, also sowas gibt's nicht. Schade. Also mit den Ästhetikgedanken des Aquascapers in die Biotop-Aquaristik. Das wär's. Kommen wir zum nächsten Kardinalfehler, der mich unglaublich geärgert hat. Da waren Biotoper, die ein ganz tolles Aquarium gemacht haben. Wirklich, also das war ein Hingucker, wo man wirklich, ja, wow, so schön sieht der Amazonas aus, so schön sieht der Tanganyikasee aus. Und dann? Der Heizer quer an der Rückscheibe. Phänomenal. Also abgesehen davon, dass wir in der Natur sehr selten Heizer quer irgendwo rumliegen haben, außer bei Elektroschrott, aber das würden wir ja auch nicht unbedingt schön finden. Wie kann man sein Aquarium verunstalten, indem man den Heizer hinten quer an die Rückscheibe macht? Das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Denn das Schlimme daran war eigentlich, dass der Biotoper im Aquarium Gegenstände hatte wie Holz oder Steine und er hätte den Heizer dahinter verbergen können. Das wäre ganz einfach möglich gewesen. Er hätte eine tolle Punktzahl gekriegt für das Gesamtbild des Aquariums und keine Abzüge, weil der Heizer hinten quer hängt. Eine tolle Alternative heute sind die Außenheizer. Dann habe ich gar keine Heizer mehr im Aquarium. Denn nicht immer habe ich hinten Pflanzen, Steine oder Holz. Es kann auch eine andere Landschaft sein, eine Flusslandschaft oder sowas. Dann habe ich ein Problem, den Heizer unterzubringen. Dann nehme ich einen Außenheizer. Ich nehme meinen Filter, Außenfilter, kein Innenfilter, der stört ja wieder. Außenfilter, schließe den Außenheizer an und habe kein technisches Produkt weniger im Aquarium. Das ist natürlich eine gute Sache, um die Technik aus dem Aquarium rauszukriegen. Bleibt natürlich noch dieses Rohr. Und auch dieses Rohr muss nicht irgendwo vollkommen idiotisch im Aquarium angebracht sein, wo es stört, auffällt und absoluter Fremdkörper ist, sondern auch da sehe ich zu, dann mache ich hier Steine, Holz, Pflanzen hin und mache das Rohr hier an die Seite und dann sehe ich es nicht mehr. Also bitte einfach den Menschenverstand, ein bisschen ästhetischen Verstand mitwirken lassen und ich finde, dann ist das Thema doch schon vom Tisch. Aber es waren wirklich, die Hälfte der Aquarien hatten sichtbare Technik im Aquarium und das fand ich sehr, sehr schade, weil das Aquarium sonst so toll war und dann sowas, oh Mann. Weiter, Wasserwerte. Die Wasserwerte des Originals wollen wir ein bisschen kopieren, aber man sieht sie ja gar nicht. Wir haben ja keine Anzeige, wie hoch ist die Härte, wie hart, wie weich ist das Wasser. Das heißt, wir machen in einer Beschreibung auf dem Aquarium, da schreiben wir drauf, welche Werte die Fische brauchen, aber sichtbar ist es nicht. Das Einzige, was wir wirklich bei den Wasserwerten sehen, ist der Wassertyp. Und ganz viele unserer Fische, Südamerika, leben im Schwarzwasser und ich gebe ein bisschen Propol, Schwarzwasseraufbereiter, ins Wasser, aber nur ein bisschen. Wir brauchen keine schwarze Brühe. Die richtige Dosierung, das ist ein Hauch von Teefarbe im Wasser und das sieht aus wie Schwarzwasser. Dann haben wir plötzlich den Eindruck, wie dort, wo die Fische herkommen und das sieht phänomenal schön aus. Kommen wir zum letzten Punkt, die Beleuchtung. Wir arbeiten mit irgendeiner Beleuchtung, die wir uns auswählen, die wir vielleicht vorhanden haben. Aber versuch doch mal zusätzlich zu der Beleuchtung einen Spot einzusetzen. Einfach nur einen kleinen Spot, einen Halogenspot oder so etwas, der dann einfach einen Lichtstrahl hineinbringt, wie die Sonne. Wenn ihr schnorcheln geht, wenn ihr, egal ob Meer oder Süßwasser, dann seht ihr auch manchmal die Sonne, wie sie ins Wasser fällt und das sieht so unglaublich schön aus. Und das kann man mit einem Spot erreichen. Und wenn man dann noch ein bisschen Schwarzwasserextrakt drin hat und das Wasser ist ganz leicht eingefärbt, dann sieht das wirklich aus, als ob die Sonne gerade in unser Biotop fällt. Phänomenal. So, ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf Biotop-Aquaristik. Es ist wirklich eine der schönsten Sachen der Welt. Schon das Beschäftigen vorher mit dem Biotop. Was lebt da? Wo kommt das her? Dann habt ihr euer nächstes Ziel für euren Urlaub. Oder ihr kommt mit mal auf eine JBL-Expedition. Dann könnt ihr diese Lebensräume mal in der Natur erleben. Und ihr kriegt so viele Ideen, wie ihr euer Aquarium neu einrichtet. Bei mir ist es wirklich jedes Mal so, ich komme nach Hause und mache mein Aquarium neu, weil ich so viele neue Ideen und Eindrücke habe. Viel Spaß beim Biotop-Aquarium.